Wir sind uns sicher, 2020 wollen junge Stimmen gehört werden. Das ist nicht nur in der Gesellschaft so, das ist auch beim Seriencamp 2020 so. Das sind auf der einen Seite Teenager, auf der anderen Seite sind es Millennials, aber auch Kids. Wir haben alle Perspektiven dabei und wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir sind eigentlich total erstaunt, dass alle Serien global gesehen und national gesehen unheimlich vieles gemeinsam haben, denn sie sind sehr stark verankert in ihren Gesellschaften. Ob sie nun in China spielen, in Kanada spielen, im Hasenbergl in München spielen, alle sind sehr stark in ihren Biotopen vernetzt, haben aber einen globalen Anspruch. Und das ist das Spannende an unserem Programm in diesem Jahr. Puh, das ist gar keine so leichte Frage, weil wir natürlich total viele interessante Serien auch in diesem Bereich im Programm haben. Aber zwei fallen mir da natürlich sofort ein. Zum einen ist es eine chinesische Serie, The Bad Kids, über eine Gruppe Kinder, die in eine Mordintrige involviert werden. Und es ist ein ganz untypischer Blick auf China, der sehr Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es Trickster, eine kanadische Serie, die in einer Indigenous Community spielt. Dort geht es um Magie, es geht aber auch um Coming of Age und es spielt alles in einer sehr ungewöhnlichen Community, die wir in Deutschland so gar nicht kennen. Also zwei sehr besondere Perspektiven, besondere Geschichten, schaut sie euch an. Mir haben sie auf jeden Fall sehr gut gefallen.